Das denken Sie sich ob der alltäglichen Skurrilitäten wahrscheinlich öfter. Wir als Medienmacher denken uns das in den Redaktionen, bei den Recherchen noch viel, viel öfter. Warum alleine staunen, wenn es zusammen viel lustiger ist? Gemeinsam mit unseren schlagfertigen Gästen zerpflücken wir liebend gern all jene Themen, die bei uns für Verwunderung sorgen. Und das sind diese Woche, warum Robbie Williams sich vor Babypopos fürchtet, welcher Streich Wien wach hielt und warum man sich in Zukunft ausruhen kann, ob man in den Himmel kommt. Das wollen heute diese Prominenten wissen. In den Musikhimmel kommt er definitiv. Mit 28 eroberte er bei Starmania Teenie-Herzen. Mit 34 spielt er mit den The Reds Are Back groß auf. Und mit 43 feiert Eric Papillaya sein musikalisches Debüt. Keine Sorge, ich habe nichts zueinander gebracht, denn Eric Papillaya veröffentlicht bald sein erstes englischsprachiges Soloalbum. Der funkige Vorgeschmack lässt auf Großes hoffen. Getting Pretty Loose klingt nach einer Hymne zum Tanzen. Und apropos Dancefloor, God is a DJ, in ihrem Fall DJing. Die ehemalige Ö3-Lady Martina Kaiser hat schon für Reich und Schön an den Turntables gedreht. Bei der Formel 1, für Roberto Cavalli, Chanel oder auch in Dubai. Der neueste Streich der Euro-Millionen-Show-Moderatorin, ihr Top-2-iTunes-Hit Eternity. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter wollen wir Verena Schneider über den Bildschirmfilmern sehen. Ihr Erfolgsrezept, Ausstrahlung, Witz und Ehrlichkeit. Der Grund, warum sie auch gerne als Speakerin für Hass im Netz oder Mobbing gebucht wird. Denn Verena zeigt, dass der Showbiz mehr ist als nur ein schöner Schein. Davon kann auch Lukas Blöchl alias Venja ein Liedchen singen. Seine Karriere ist Himmel und Hölle zugleich. Drei Top-3-Alben, viermal Gold und einmal Platin. Und ein bescheidenes Abschneiden beim Eurovision Song Contest. Vom einstigen Partyprotz hat er sich verabschiedet. Als Venja stimmt er tiefgründigere Töne an. Seine Texte lassen so manchen Poeten vor Neid erblassen. Superstar Robbie Williams ist zwar nicht in unserer Sendung, aber er hat alles. Unermesslichen Erfolg, großen Reichtum, eine wunderschöne Frau und vier gesunde Kinder. Und trotzdem versucht der Popstar immer ein Haar in der Suppe zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, denn er hat fast keine mehr. I wanted to pay DJ. Es ist zum Haare raufen, wenn dafür noch genug da wären. Weltstar Robbie Williams leidet unter seinem lichter werdenden Haupt. In einem Interview verrät er, über die Anschaffung eines fixen Toupets nachzudenken. Denn wenn Bühnenlicht auf seinen Kopf scheine, sehe das aus wie ein Babyhintern. Was natürlich die Frage aufwirft, was für seltsame Babyhintern in Robbies Kopf herumgeistern. Doch kein Zweifel, die äußeren Werte sind extrem wichtig in der Unterhaltungsbranche. In manchen Fällen sogar wichtiger als Talent. Deshalb hat sich Mariah Carey auch ihre Beine versichern lassen und nicht ihre Stimmbänder. Sollte denen etwas zustoßen, singt die Diva All I Want for Christmas is $1 Milliarde. Echt jetzt, ja? Das ist die tatsächliche Versicherungssumme. Auch andere Stars haben sich ihre Markenzeichen versichern lassen. Gene Simmons die Zunge, logisch, ohne Zunge kein Kiss. Janet Jackson den Hintern, es heißt nicht umsonst der Allerwerteste. Und Tom Jones das Brusthaar. Schade eigentlich, von dem dichten Pelz hätte er doch dem armen Robbie was abgeben können. Auch Heidi Klums Beine sind versichert, wobei hier eines mehr wert ist als das andere. Eine Narbe aus Kindheitstagen drückt den Wert des ärmeren Beins etwas unter $1 Million. Auch kein Beinbruch. Na, könnt ihr da mithalten? Sehr krass. $1 Milliarde. Ich breche mir ein Bein, ich sag's euch. Freiwillig dann auch noch, oder? Freiwillig, kann man verlängern lassen, geht alles. Ja, man muss schon sagen, wir sind in einer sehr oberflächlichen Branche, oder? Wenn man das mal so kurz zusammenfasst. Teilweise sogar relativ traurig, weil im Grunde genommen kann sich Robbie Williams freuen darüber, dass die Leute zum kommen, weil er gut singen kann oder eine gute Show macht und nicht, weil er gut ausschaut. Also vor allem, so. Robbie Williams schaut auch mit Glatze gut aus. Er hat ja eine schöne Kopfform. Ja, ui, ja, doch, doch. Stehst du auf Männer mit Glatze? Nicht wirklich, aber ihm wird's passen. Entschuldigung. Achso, ja, du hast... Das sieht man ja nicht mit der Kappe. Nein, es kann schon sexy sein, wenn man ein schönes Gesicht hat und
hübsche Augen. Und vor allem die Zeiten, wo man auf dem Robbie-Konzert war, nur wegen der Optik sind lang vorbei. Also wer den mal heiß fand. Aber der hat wirklich gute Lieder. Das ist einfach eine tolle Show. Wie wichtig ist so Aussehen bei einem Popstar? Erik. Nach 10 Stunden Training? Gar nicht. Naja, ich glaube, das Aussehen an und für sich spielt weniger Rolle als das Image, das du damit verbindest. Ich glaube, Image ist etwas, das gerade bei uns extrem unterschätzt wird und das halt auf der internationalen Bühne einfach ja, gang und gäbe ist. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein Marilyn Manson-Image hast oder ein Dua Lipa-Image. Mhm. Und die baut man halt unterschiedlich auf. Dua Lipa hat tatsächlich 3 Jahre Entwicklung nur in ihre Marke gesteckt, bevor sie den ersten Song überhaupt jemals gehört hat, den sie dann halt singt. Also das ist schon, das ist einfach ein anderes Level und ein anderes Niveau und das sieht man dann halt auch. Entschuldigung. Ich finde, man merkt es auch, also es ist zwar eine andere Sparte, aber gerade Politiker verändern ja ein Aussehen ja kaum. Das hängt ja einfach damit zusammen, dass man es sich fast nicht leisten kann, dass man sich irgendwie verändert, weil die Marke darunter leidet. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe. Man mag ja äußerlichen Veränderungen gegenüberstehen, wie man möchte, aber oftmals, wie der Erik sagt, das lässt es gar nicht zu irgendwie. Und der Trend geht ja zur Diversität. Das stimmt, ist ein großes Thema. Und je eher du ausschaust, desto berühmter kannst du theoretisch werden. Weil es gibt jetzt überhaupt Lady keine Regeln. Ja, es gibt keine Regeln mehr. Es ist ja schön, wenn man nicht perfekt aussieht. Aber was ja dann doch teilweise das Dramatische daran ist, finde ich, dass wenn so Künstler neu starten und sie haben Verträge darum, du darfst dich nicht verändern, du darfst die Haare nicht so färben, du darfst kein Tattoo haben, du darfst das. Das ist ja dann schon auch sehr einschränkend in der Persönlichkeit. Und ich finde eigentlich das Schöne daran ist einfach theoretisch, das ist ja mein wunderschöner, naiver Gedanke, einfach so zu sein, wie man ist. Weil das macht einen ja toll und einzigartig und nicht, wenn ich eine Rolle spiele. Aber also Ausstrahlung ist wichtiger als Aussehen. Mhm. Ich glaube, dass es wahrscheinlich ganz oft ist, wenn wir sagen, 3 Jahre wurde hier in einem Image gefeilt. Man schaut wahrscheinlich, wo ist eine Nische, die ist noch nicht besetzt. Da wollen wir jemanden reinbringen. Ich finde, Justin Bieber ist so ein schönes Beispiel. Ja? Der war das im Begriff eines, Entschuldigung, nicht abwertend gemeint, eines Bubis. Ein kleiner, junger Bub, der erfolgreich wird. So, jetzt ist er tätowiert von oben bis unten. Eine komplett andere Typ, mittlerweile verheiratet. Der hat jetzt ein ganz anderes Image, als das sie begonnen haben. Aber da sind die Fans aber mitgewachsen. Ja, oder er hat so viel Geld, dass er sich einfach nichts mehr sagen lässt. Ich glaube schon, dass du als Popkünstler die Möglichkeit hast, du selbst zu sein. Und dich selbst neu zu erfinden, hilft dir auch immer weiter. Weil wenn du jetzt den 3 Jahre lang anschaust, wenn du schon immer gleich hast, dann wird es ja irgendwann langweilig. Madonna ist das beste Beispiel. Das stimmt. Aber du hast halt einfach auch, ich glaube, dass das, was du sagst, das trifft wahrscheinlich fast noch mehr zu auf Schauspieler. Oder Amerikaner, ich glaube, Amerikaner, große amerikanische Stars, glaube ich schon. Glaubst du, dass die immer versuchen, gleich quasi auszusehen? Einfach dem Image treu zu bleiben. Und dann gibt es eben diese Ausreißer, Britney Spears rasiert sich den Schädel, Justin Bieber tätowiert sich voll, das sind dann immer die großen, oh mein Gott, das perfekte Image wird irgendwie angegriffen. Wenn es nicht vielleicht sogar geplant ist, weiß ich nicht. Aber es kann ja alles sein in dem Geschäft. Ich kann mich erinnern, bei Kesha, das war so ein Jahr, bevor die ihre erste Platte rausgebracht haben, haben die zufällig als Paparazzi abgelichtet, wie sie so eine Altkleidersammlung durchwühlt. Und da, ich weiß noch, wir haben damals, da war ich noch Musikredakteurin, haben wir noch gebracht, eine Sängerin, die kannte aber niemand, aber es haben alle Presseagenturen übernommen, ein großes Label hat es ausgeschickt und aus der wird was werden. Ja, war damals halt schon ein PR-Stunt und die hatte ja dann noch dieses, Entschuldigung, ein bisschen abgefuckte Image und immer betrunken und immer strähnige Haare, aber die haben das schon früh mit einem PR-Stunt einfach begonnen und im Endeffekt gewonnen. Ich glaube auch, dass es das, was du gesagt hast, also dass du eine Nische suchst und da reinpasst. Ich glaube, dass du fast noch erfolgreicher sein kannst, wenn du einfach von dem Typ die stärkste Seite findest, die ihn unique macht. Mhm. Also ich glaube, wenn du eine Marke entwickelst für einen Künstler, dann musst du dir mal anschauen, wo ist denn der authentisch? Weil wenn du den jetzt nur in irgendeine Lücke reinquetschen versuchst und der trägt das aber nicht, dann hast du nach einem Jahr oder 2 Jahren einfach einen wahnsinnig unglücklichen Menschen neben dir und das bringt dann auch nichts. Ja. Gibt's bei den aber auch. Disney-Stars, die da sehr lang in ein Korsett gequetscht waren und danach den Absturz haben. Lukas, wie ist das bei dir? Du hast ja ein ganz anderes Image gehabt, als du jetzt bist. Du bist jetzt der ernsthafte Künstler mit den tiefgründigeren Texten. Und ich finde schon, wenn man da rein...
ich höre ja deine Musik. Und früher war es halt wirklich dieser Partyprinz, ja, der in Diskos auftritt, wo die Mädels sich alles vom Körper reißen. Wie hast du diesen Imagewechsel empfunden? Naja, also es war bei mir irgendwie gar nicht anders möglich. Also ich tue mir da sehr schwierig, eben wo zu bleiben, wo ich was repräsentieren muss, was ich nicht mehr bin. Und Trackshit, das war ja so lange erfolgreich, solange wir das auch gelebt haben und getragen haben. Und dann ist es auch einfach kredibler, als wenn du da stehst und irgendwie, ja, deinen Sport machst und dann die vegan ernährst und so und irgendwann einmal drauf kommst, halt so, hey, so, jetzt ist wieder mal ein Auftritt und dann musst du halt in diese Rolle schlüpfen. Und irgendwann einmal taugt dir das halt nicht mehr so. Mir taugen Rollen, mir taugt aber nicht, wann die Rolle ich sein soll und das ich aber nicht mehr bin. Aber ich würde es keinen raten, der sich das nicht durchdacht hat und auch wirklich wie ich da das nicht anders machen kann, weil es kommt mit einem Preis. Mhm. Es funktioniert wesentlich besser, wirklich sich zu überlegen, wo ist die Nische, was sind meine Stärken und das dann wirklich beinhart zu fahren. Jetzt rein erfolgstechnisch würde das an jeden ans Herz legen, wenn man leben möchte. Es ist anstrengend, wenn man sich daran verstellen muss. Wenn man so eine Kunstfigur ist. Ja. Und es ist viel, viel... Ich meine, natürlich, du bist aus deinem alten Image rausgewachsen, so kann man das eigentlich sagen, oder? Ja. Also da war eben, ich habe so lange gemacht, solange es echt für mich in irgendeiner Form... Ja, aber es gab sicher auch Leute, die dann nachher gesagt haben, was macht er denn jetzt? Heute noch. Und bringst wieder mal ein Lied raus. Ja, 10.000 bringe ich raus. Und so... Aber ich bin auch mit nach wie vor die Ö3-Lady. Ich meine, ich bin schon 20 Jahre in der Pandemie habe ich gar nichts gespielt, aber vorher habe ich es immer mal wieder, wenn ich mich dazu überreden lassen habe, habe ich es gespielt. Wir haben es ja auch geschrieben. Also irgendwie, der Reinhard Fendrich hat irgendwann einmal, ich wage nicht, Wacke mit dem Popo mit I'm from Austria. Aber der Reinhard Fendrich hat einmal gesagt, dass irgendwann einmal der Song ja auch der Song der Leute wird. Also es ist ja nicht mehr sein Song, er ist irgendwann einmal durch ihn entstanden. Aber I'm from Austria ist eine Hymne und so. Und ja, ich meine, für diverse, weiß nicht. Das wäre so, wenn Britney nicht mehr Hit Me Baby One More Time spielen würde. Wäre irgendwie komisch, weil alle haben damals sie so toll gefunden deswegen, oder? Also wir hören also, heute nicht, wenn man sich's wünscht, spielst du's. Das heißt, nächstes Mal, wenn du kommst, wünsche ich es mir. Also ich bin so demokratischer Fan, aber es muss die Mehrheit sein. Das heißt, ich lade nur Leute ein, die das wollen. Sehr gut. Schau, und so funktioniert Politik. Ja, richtig. Ja. Gott sei Dank bin ich keine Politikerin geworden. Es ist ja so, ich versuche natürlich in der Sendung immer ganz viel von euch rauszufinden. Das mag ich auch im Format, so jeder erzählt was Persönliches. Und ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl, wenn man unbedingt was wissen will, aber man kann es einfach nicht herausfinden. Und ich habe da einen kleinen Tipp für Sie. Sie können einfach ein Spiel erfinden, wie ich das gemacht habe. Und das heißt Schott oder Wahrheit. Schott oder Wahrheit. Die liebe Florentina wird euch ihre eigenen Kreationen nach meinem Rezept servieren. Und jeder darf sich mal einen Schott runternehmen. Es gibt allerdings einen veganen. Martina, der ist für dich. Okay. Oh, es gibt einen vegan. Ist nicht auch so groß vegan. Wie da im Video. Ah, super, es gibt einen veganen. Wunderbar. Und das Spiel ist ganz einfach. Ich stelle euch eine Frage und ihr habt die Möglichkeit, diese zu beantworten. Wenn ihr sie nicht beantworten wollt, müsst ihr den Schott trinken. Es ist nicht ungebildet das angenehmste Getränk und manchmal hat das auch noch nach der Sendung Nachwirkungen. So kann man das mal sagen. Und wir beginnen, liebe Verena, mit dir. Mhm. Letztes Mal hast du die Wahrheit... Ich mal nur kurz vorher dran. Okay, ja. Und habe ich mir gedacht, ich muss dieses Mal ein Schippchen drauflegen. Mhm. Verena, welche Moderatorin in Österreich hat ihren Job verfehlt? Oh!
Boah, das ist doch sehr fiese. Schopf oder was? Setzt man sich jetzt in ein Fettnäpfchen oder lasst man es lieber bleiben? Welche Moderatorin oder Wahrheit, in das sind zwei Wahlmöglichkeiten. Nimm eine, die nicht mehr moderiert. Oder muss es eine amtierende Moderatorin? Na, es gibt schon welche bei einem bei einer österreichischen anderen, jetzt kommt's, anderen österreichischen Zeitung. Mhm. Also nicht der Kronenzeitung. Nein, definitiv nicht der Kronenzeitung, wo hört mit Ö auf und Österreich ja, auf. Wo ich manchmal schon behaupten würde, sie hätten den Job verfehlt. Mhm. Oder sie sind nicht in der Kategorie Moderatorin, weil sie moderieren können. Sag, ist dieses schwammige Gebrabbel da jetzt genug, dass sie das nicht trinken muss? Ja, komm jetzt! Wir haben vorher über Demokratie gesprochen, weil sie trinken. Aber ich würde sagen, sie möchte es sagen. Mich ja? meiner du Stimme. Schon sagen. Mein Problem ist, ja? ich schaue das auch nicht und deswegen weiß ich nicht einmal die Namen. Okay. Aber gut! Aber ich trinke noch gern. Wirklich? Wenn dir das ein ja, großes Anliegen ist. Ja. Ich muss nochmal schnuppern dran. Prost! Oh, oui. Oh, tapfer. Du Speibsackerl haben wir hinter der Kamera, gell? Sonst verabschiedest du kurz. Freu dich auf deine Frage. Erik? Meine Antwort ist Volker Piszek. Die Moderatorin? Volker, du wirst es mir verzeihen. Du wirst lachen, meine Frage wäre gewesen, welcher euer Kollege am schlechtesten singen kann. Die streiche ich jetzt. Nein, Volker, wir lieben dich. Wir lieben dich. Und frage dich, welcher österreichische Künstler in den Charts hat den Erfolg nicht verdient? Keine Anwesenden, bitte. Na, das ist, um ehrlich zu sein, eine Frage, die ich beantworten kann mit relativer Leichtigkeit, weil ich sage, keiner hat es nicht verdient. Und das meine ich ja ernst. Wenn das ist aber auch so eine schwammige Antwort. Ich trinke auch gern. Aber wenn er in den Charts ist, dann haben genug Menschen seinen Song gekauft oder ihren Song gekauft. Das heißt, ich kann, das hat jetzt nichts zu tun mit dem, was ich zum Beispiel, wo ich jetzt, sagen wir mal, sozialisiert bin musikalisch oder was mir gefällt oder nicht gefällt oder welchen Songwriter ich respektiere oder nicht respektiere. Und keine Ahnung, viele Musiker würden jetzt wahrscheinlich sagen, das Hassbeispiel ist oft Gabalier oder andere Künstler, die halt einfach jetzt ein Genre bedienen, womit viele nichts anfangen können und viele dann doch. Aber also du redest um den heißen mal runter damit. Ja. Nein, aber stimmt doch. Oder? Ich kann ja, doch, eh. Theoretisch ja. könnte ich sagen, keiner. Aber das ist keine Antwort. Aber ihr habt recht. Du hast recht, aber es ist keine Antwort. Komm, geht schon. Was ist denn das? Ich schmeck's übrigens. Erfahre ich dann, was es ist? Ich schmeck's noch immer. Ja? Kennst du den Ara Schmus und ich schmeck auch. Du bist vergeben, Entschuldigung. Runter damit. Erfahre ich dann, was es ist? Gott. Vielleicht, in der Werbepause. Aber wie schön. Oh mein Gott. Oh. Okay, was ist? Es ist Sojasauce gemischt mit Maggi. Mmh. Oh. Ja, das ist sehr gut. Schlecht. Also. Na schau. Ja. Also, aber es ist, vielleicht, ja. Martina, magst du dann auch trinken? Hast du schon mal Stamperl Sojasauce runtergegeben mit Fischsauce gemischt? Na, viel Vergnügen. Martina, Schott oder Wahrheit, wurden dir als DJ schon mal unmoralische Angebote gemacht? Wenn ja, von wem? Das kann ich gern beantworten. Ja. Das ist irre eigentlich, ja, wie es abgegangen ist in den Hochzeiten der DJs. Das ist ja schon über 10 Jahre her. Vor allem so in den arabischen Ländern. Ich habe gespielt in Bahrain. Und das war echt schlimm, weil der, ich meine, ich war damals schon nicht mehr ganz jung, so Anfang 20, ja, so ein bisschen, also Mitte 20. Und der von der Agentur, der hat wirklich gesagt, ob ich mir ein bisschen was dazu verdienen will bei meinem Gig. Ja. Also nachher halt, also so, der hat so geredet von so 2000 Euro, ob ich das machen würde, ja. Und ich habe ihn überhaupt nicht ernst genommen. Und er dachte, bitte, das gibt es nicht. Und er hat gesagt, ja, weil die DJs aus der Ukraine, Russland, Rumänien, die machen das gerne. Das ist überhaupt kein Deal. Also ich war echt schockiert, aber ich war ja doch schon ein bisschen älter, also 25. Ja. Und dann haben wir gedacht, na, das nehme ich jetzt nicht ernst. Und aber es war ernst gemeint. Das war wirklich ernst gemeint. Total arg. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja.
Also ich muss es jetzt nicht trinken. Nein, sie haben auch keinen Namen gesagt. Nein, aber ja, aber gut, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern können. Und war der nachher noch professionell oder war der dann ein bisschen ungut? Das war Gang und Gäbe, ja. Aha. Ich habe nur einmal dort gespielt. Also ich habe das meiner Agentur gemeldet. Ja. Dass es nicht okay ist. Ja. Aber deswegen hast du nur einmal dort aber gespielt. Aber ich bin da nicht so heikel, ich bin da eher schon abgebrüht. Ja, ja. Wir laden zu einer Sondersendung mit Martina Kaiser, wenn sie das alles erzählt über die Keychains. Es tut mir leid, ich würde gerne eine Folgefrage stellen, aber ich habe leider nichts mitgekriegt, weil ich habe mich konzentrieren müssen, mich nicht zu übergeben. Magst du noch mein Wasser? Ich habe schon getrunken. Spiel mit Wein runter, das geht schon. Lukas, Schott oder Wahrheit? Nach der Castingshow Helden von Morgen bist du ja richtig durchgestartet. Aber jetzt ehrlich, was war das Schlimmste daran, bei einer Castingshow mitzumachen? Schott oder Wahrheit? Ich glaube, ich würde gern Wahrheit nehmen, aber ich muss jetzt erst einmal überlegen, weil es gibt viele Dinge, die man jetzt nennen könnte, die jetzt so die Standardantworten wären, was so mit dem Image einer Castingshow einhergehen. Aber muss ich mal überlegen. Es hat nämlich auch schöne Momente gegeben. Ja, aber die will ich nicht. Ja, ich weiß eh. Wir wollen eigentlich nur den Namen von irgendeiner Person. Das war mal richtig. Der Arme war ja einmal schon bei Telefonterror das Opfer. Ja, ja. Da saß er gerade auf Klo. Ich kann auch. Man übrigens nachschauen. Auf Kron.at sind alle Folgen noch abrufbar. Der Norbert hat mich dann gewählt. Wirklich? Ah ja, stimmt. Der Volker ist einfach so für jeden Spaß zu haben. Das stimmt. Lukas? Na, das Schlimmste ist eigentlich das, dass du als junger Bub dann einmal klarkommen musst, dass Leute dich niemals so sehen werden, wie du wirklich bist, sondern was sie in dir sehen wollen, wenngleich es da eine Schnittmenge gibt. aber es ist halt schon sehr ein Aha-Erlebnis der negativsten Sorte, zu merken, dass die nicht hören wollen, was da sonst nur so steckt. Und das ist aber Teil auch sehr des schwammig, Berufs. Oder? Nein, ich finde es super tiefgründig. Ja. Ich finde, um ehrlich zu sein, die Sasa soll er den Trink jetzt heben für diese Antwort. Nein, niemals. Ja, ich spendiere ihn gerne. Und wir machen gleich weiter. Super Antwort, ich feiere dich total. Du wirst nochmal eingeladen. Girl Paris Hilton hat es gemacht. Oder das einmal... Ruhe auf den billigen Plätzen. It Girl Paris Hilton hat es gemacht. Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. hat es gemacht. Und Miley Cyrus hat es sogar auf Instagram gepostet. Und ich spreche nicht von Nacktfotos, sondern von Drogeneskapaden. Bei denen ging das noch ganz gut aus, aber nicht bei allen Menschen da draußen. I know you don't smoke weed. I know this. But I'm gonna get you high today. Cause it's Friday, you ain't got no job, and you ain't got shit to do. Finger weg von Drogen. Aus allerlei Gründen. Klingt komisch, hat aber eine Geschichte. In Thailand hat ein junger Mann nach zweijähriger Abstinenz wieder einmal zu einer Bong gegriffen und sich dem Rausch hingegeben. Folge? Psychose. Schere in die Hand und schnippschnapp. Der Herr singt in Zukunft 2 Oktaven höher. Nicht immer enden Drogentrips so blutig, aber oftmals ähnlich skurril. In Florida ist ein Mann nackt durch die Straßen geflitzt, völlig unbeeindruckt von den Elektroschockpistolen, mit denen die Polizei versucht hat, ihn unter Kontrolle zu bringen. Kein Wunder, schließlich war er überzeugt davon, Tor zu sein. Und der Gott des Donners findet die läppischen 50.000 Volt aus dem Taser gerade mal mäßig spannend. Stattdessen steht im Bericht, hat er noch einen sexuellen Akt an einem Baum durchgeführt. Warum muss ich jetzt an diesen Zungenbrecher denken? In dichten Fichten dick ich, sind dicke Fichten... Egal. Entspannend fand auch der Feuerwehrmann nach einem Einsatz bei einer brennenden Marihuana-Farm sein Interview. Wobei er da nicht mehr ganz im Vollbesitz seiner Eloquenz war. So much smoke. Welche Erfahrungen habt ihr? Verzeihung, haben eure Freunde schon mal gemacht? Und wovor hättet ihr am meisten Angst? Ein
Na? Also ich kann nur sagen, dass ich habe mal bei einer Plattenfirma gearbeitet und da gab es schon bei Festivals, dass Künstler gesagt haben, sie gehen nicht auf die Bühne, wenn sie nicht was bekommen. Oh! Ja. Auch in meiner aktiven Zeit als internationale DJ, kann ich wieder was erzählen, ja? In Spanien, gang und gäbe, du wirst abgeholt am Flughafen und dann wirst gleich gefragt, was brauchst du heute Abend für den Auftritt? Marihuana, Kokain oder Wodka? Ich habe gesagt, Wodka ist okay. Ja, es wird, das ist genau so, es ist so. Ich bin fassungslos. Und ich war auch schon mal Opfer von K.O.-Tropfen. Das war echt eine arge Geschichte. Wir waren vorher auf einer Party und nach im Volksgarten. Ich wollte Roger Sanchez erleben und konnte nicht. Ich war wie im K.O. einfach, also im Koma. Ja. Ich habe nichts mehr gehört und die beste Freundin damals hat mich dann nach Hause gebracht. Ja, weil das war irre, ein volles Knockout. Ja? Also ganz schlimm. Das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Auch das mit den Drogen. Also vor allem, du kriegst es nicht mit, du schmeckst es nicht. Das war wahrscheinlich drinnen in irgendeinem Drink bei dieser Party, die es lustig gefunden haben. Ja, jetzt machen wir mal die Martina Kaiser stockbesoffen. Aber es ist echt schlimm, weil das ist so wie wahrscheinlich in einer Narkose. Weißt, so wie in Watte gepackt. Du kriegst nichts mehr mit. Da war der DJ auf der Bühne und ich hab ihn nicht gehört. Ich habe nichts mit. Du hast die Augen offen, aber es ist wie wenn du paralysiert bist. Irgendwie so. Ganz, ganz schlimm. Und am nächsten Tag die ärgsten Kopfschmerzen. Ja, aber Gott sei Dank ist nichts passiert und Gott sei Dank ist mit einer guten Freundin da. Ja. Puh, Erik? Du, ich glaube, dass grundsätzlich die österreichische Musikbranche da relativ langweilig geworden ist im Vergleich zu den 80ern, weil einfach kein Geld mehr da ist für Kokain oder irgend sowas. Ja, wenn man das neue Buch von Wolfgang Ambros liest, ne? Da waren ja Geschichten drinnen. Ja. Ich kenne relativ wenige, die jetzt da so richtig arg Stoff geben. Aber ich habe eine andere Geschichte. Ich habe eine kleine, lustige Geschichte von einem Festival. Ich moderiere das Woodstock der Blasmusik seit vielen Jahren. Und dort war ein sehr, sehr betrunkener Gast, findet man auch auf YouTube das Video. Der war so betrunken, dass er sich Eis kauft und hat am Eis geleckt und hat geleckt und hat geleckt und hat es angeschaut und hat sich gewundert und hat geleckt und geleckt. Und nach ungefähr 5 Minuten ist er draufgekommen, er hat es noch nicht auspapiert. Ah. Es ist nachhaltig. Aber es hat ihm geschmeckt. Also, er schaut es 2-3 Mal so an, flüstern schauen. Das ist ja weniger geworden. Ja, ist nicht schlecht. Geile Geschichte. Ja. Lucky. Ja, also da... Also, hast du mal ein Eis mit Hühle gegessen? Was? Bei mir ist das große Glück immer gewesen, dass halt ich mit Sport aufgewachsen bin und irgendwie da... Sport ist meine Droge und das kann man auch wirklich so behaupten, weil es hat auch Nebenwirkungen. Aber es hat nicht so riesen Nebenwirkungen wie jetzt, wenn man wirklich lang und intensiv guckst oder ich finde es ekelhaft. Marianne, ich finde, du solltest ihn nicht mehr einladen. Warum? Das ist so. Weil er so sportlich ist. Weil er ist einfach perfekt. Das ist ich kann mich nur erinnern, also ich mache ja auch Adelbeit TV und davor High Society für einen anderen Sender. Und da hat man natürlich auch zu schwindeligen Stunden Künstler interviewen müssen. Und ich werde nie vergessen, dass ein damals Schlagerstar sich aufgedrängt hat für ein Interview. Aber ich war schon mit der Geschichte fertig und dachte, Höflichkeitshalber machst du das. Und er hat gesagt, er geht nur kurz aufs Klo. So, ja, wunderbar, ich warte hier. Und geht aufs Klo und kommt zurück und will mir ein Interview geben. Und ich sag's euch, das war, als hätte er in einen Krapfen bissen, weil überall der Zucker geklebt ist. Und ich ihm dann gesagt habe, also in deinem Sinne, glaube ich, ist es besser, wenn wir das Interview heute nicht machen. Und er so, wieso? Mit solchen Pupillen, so kleine. Wieso? Warum? Und ich so, ja, ich glaube, du gehst noch mal zum Spiegel. Und dann hat er sich bei mir bedankt. Und der Name? Das kann ich nicht sagen. Aber warum er war schon mal in der Sendung. Also jetzt können wir. Ja. Ich finde es ganz schwierig, weil wenn man damit keine Berührungspunkte hat, checkt man es ja auch oft nicht. Also ich bin zum Beispiel jemand, der hat lange Zeit... Also das war wirklich, der hat in einen Krapfen bissen. Ja gut, da würde ich es vielleicht auch in einen Krapfen mitnehmen. Aber warum reagiert es auf einen Krapfen? Zuckerschock. Allergie. Zuckerschock, wenn du nie Zucker isst, weißt du, dann Zuckerschock. Okay. Ja, aber das war sehr befremdlich für mich, muss ich ehrlich sagen. Also das fand ich komisch. Ein österreichischer Künstler. Schlager. Bevor ich noch irgendeinen Shot trinken muss oder hier abgefüllt werde, damit ich den Namen verrate, würde ich einfach sagen, wir machen eine kurze Pause. Dann kann ich das off the records erzählen oder auch nicht. Und wir sehen uns nach einer kurzen Pause gleich wieder bei Echt Jetzt mit spannenden Themen. Unter anderem, wie man es schafft, in den Himmel zu kommen, nachdem man gestorben ist.
Willkommen zurück bei Echt Jetzt mit meiner illustren Gästeschar. Und das sind heute Moderatorin Verena Schneider und Sänger, Songwriter, Musiker Erik Papillaier, Moderatorin, DJ und Musikerin Martina Kaiser und Singer, Songwriter, Rapper, Plattenlabelchef und Musikvideo-Creator Lukas Blöchel alias Wendia. Also heute habe ich alles rausgeht. Du erfindest immer was Neues dazu, was ich bin. Naja, du hast ein eigenes Label. Ja, aber ich bin... Bist Chef von Chef. Also unter Vertrag bin genau ich. Das kann man nämlich in Österreich super machen. Also jeder, der Musik machen möchte, gründet sein eigenes Label. Ihr braucht kein... Du, ich bin auch zu Hause Chefin, aber da lebe nur ich. Also... Was ohne du? Gewerbe. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Österreich. Die Truppe Jackass wurde mit ihren Streichen ja weltberühmt. Versteckte Kamera war damals ein Quotenhit. Und Ashton Kutcher fühlte sich damals mit der MTV-Show Punk'd einen echten Lebenstraum. Da hat er Celebrities aufs Glatteis geführt. Aber ohne Kameras können diese Streiche auch manchmal ein bisschen schief gehen. Toni Faber, Toni Faber, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? Bim, bam, bum. 2 Uhr nachts in Wien. Der Stephansdom läutet aus fast allen Glocken. Menschen wachen verwirrt auf und fragen sich, heiliger Bim, bam, hat da jemand mitten in der Nacht geheiratet? Hat ein Ministrant zu viel vom Messwein getrunken? Oder habe ich einen katholischen Tinnitus? Nichts dergleichen. Offenbar wurden die elektronisch gesteuerten Glocken des Doms gehackt. Dompfarrer Faber konnte sie dann per Tablet wieder abdrehen. Übrigens, Dompfarrer Toni Faber dreht gehackte Stephansdomglocken per Tablet ab. Ist sicher einer der besten Sätze der katholischen Geschichte Wiens. Vielleicht wurde hier auch die ganze Wiener Innenstadt Opfer eines Wake-up-Pranks. Streiche, bei denen Schlafende auf unerwartete Weise aufgeweckt werden. Das Internet ist voll davon. Knallkörper, Geschrei, Mäuse fallen auf die Ohren, Torten ins Gesicht, Motorsägen. Manchmal wird einfach die ganze Couch gegen die Wand geworfen oder man steckt dem verwirrten Aufwachenden eine Banane in den Mund, drückt ihm den Fernseher in die Hand und schiebt ihn in den Kasten. Streiche erfreuen sich weltweiter Beliebtheit auf YouTube, im Fernsehen und auch im Kino. Ein gewisses Kollektiv hat damit sogar weltweiten Ruhm erlangt und hat noch immer nicht genug. Was ist der beste Streich, den ihr je jemanden gespielt habt? Oder dessen Opfer ihr wurdet? Großes Kino. Also Jack, es wäre meine Traumsendung zu moderieren. Ich will nicht mitmachen, ich möchte es nur moderieren. Mhm. Wer war von euch so ein Streiche... Bold. Schon, war ich schon. Warum schaue ich eigentlich dich an? Bin ich immer noch. Ich weiß. Du schaust schon so ich aus. Ich weiß es nicht. Na, es ist, ja, würde ich mich schon jetzt so einordnen, allerdings einfach in einem, also das, was, ich schaue mir auch ständig diese Videos an, ja. Allerdings, vor allem auch bei Fails, ist er bei mir wirklich, also jetzt ohne irgendwie, keine Ahnung, als jemand wirken zu wollen, der 70 ist, aber bei mir hört der Spaß auf, wenn sie mir wehtut. Mhm. Und es gibt wirklich so geschmacklosen Scheiß, Verzeihung, der würde ich sagen bei dir. Ja, bei mir darf man alles. Online, der wahnsinnig viele Streams und wahnsinnig viele Klicks hat, wodurch sich die bestätigt fühlen und noch ärgere Sachen machen. Mhm. Das finde ich einfach, ich finde es überhaupt nicht lustig zum Teil, aber ich bin ein Prankster im Sinne von, ich... Ich liebe es, Menschen zu erschrecken. Ich liebe es, Menschen zu... Das Problem ist, ich bin leider auch... Ich wäre ein gutes Opfer, aber man macht es bei mir irgendwie nicht. Ich weiß gut nicht genau, zu wissen. Ja, gut. Oh, ich habe schon die neue Sendungsidee. Aber ich glaube, mein Bester war einfach einmal, habe ich den, weil wir von ihm schon gesprochen haben, den Volker erwischt. Er ist im Auto gesessen, hat telefoniert. Er telefoniert eigentlich immer. Und er hat telefoniert und es war Zappenduster und er war vom Parkplatz noch am Konzert und ich bin hingegangen und habe auf sein Autofenster eingeprügelt und habe geschrien und er ist gestorben. Reaktion war ungefähr. Es war göttlich. Es war super. Schade, dass ich keine Kamera gehabt habe. Das war ich eigentlich. Also nächstes Mal schicke ich deine mit und dann wunderbar. Das war meine Krönung. Deine Krönung. Ja. Meine Krönung, also meine Schwester hat immer Pranks bei mir gemacht und zwar wirklich fiese. Meine Schwester und ich haben gern gekocht und ich war halt die Handlagerin, gehe in den
Keller und hol den Mais, geh in den Keller und hol das Ketchup und dann musst du die Zwiebel schneiden. Also ich durfte nie die netten Sachen machen. Aber ich habe natürlich sie wahnsinnig bewundert, die große Schwester, tue ich immer noch. Und natürlich als kleine Schwester will man immer das haben, was die ältere Schwester hat. Und meine Schwester geht zum Kühlschrank und nimmt einen Hefall und trinkt und sagt, boah, das ist das Beste, was ich je getrunken habe. Boah, ist das so gut. Und ich so, kann ich einen Schluck haben? Nein. Kann ich einen Schluck haben? Nein. Kann ich einen Schluck haben? Okay, aber nur, wenn du es nicht der Mama sagst, weil es ist was für Erwachsene. Okay. Ich nehme einen großen Schluck, denke mir so, ah, oh, das wird sicher was Urtolles sein. Und kotze in einem Strahl wieder raus. Es war ausgelassenes Händelfett vom Brat. Oh, wie böse! Das ist nicht lustig. Ich gebe noch einen Schluck. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also das war meine Schwester. Ich habe mich dann revanchiert. Ich habe sie gefragt, kannst du eigentlich mitten in der Nacht aufstehen? Sie so, ja, immer. Ich sag, was, wenn du nicht aufwachst? Wenn ich sage, Bianca, sagt sie, darfst du mir ein Glas Wasser ins Gesicht leeren? Bin in ihr Zimmer gegangen, mitten in der Nacht. Hab nicht Danke gesagt, sondern gleich das Wasser. Das war die Revanche. Wie war das bei euch? Ich habe einmal einen Wasserkübel, aber es war eher kein Prank, sondern ein hoffnungsloser Versuch, mich aufzuwecken, 10 Liter Wasser ins Bett kriegt, weil ich nicht zu einer Song Contest Probe erschienen bin, weil wir am Vortag halt gespielt haben und wir haben damals gespielt. Ja. Shot oder Wahrheit, habt ihr gespielt oder was? Ja, genau. Und die Wahrheit war zu hart. Nein, wir haben gespielt irgendwo in Oberösterreich und wir haben damals wirklich viel gespielt und es ist halt wirklich schwierig so. Das ist auch eine Seite, die ich eher nicht vermisse. Solche Disco-Gigs halt zu machen, ohne irgendwie ein Gläschen zu heben. Mhm. Und da war es halt nicht nur eins. Und genau, der Kübel ist rein und ich habe einfach weitergeschlafen. Nicht dein Ernst? Ja. Also es geht du nicht bist immer. Ganz nass im Bett, ja, keine Reaktion. Weitergeschlafen. Großartig. Ja. Was verteilen die da in Oberösterreich? Ja, viele Bundesmartis. Nein, es war, ja. Martina, warst du mal Prankster? Nein, überhaupt nicht. Ich muss da passen. Ich bin viel zu nett, glaube ich. Musterschülerin, auch in der Schule, Matura-Schreiber? Ja. Nein, wir haben schon. Ich habe extra nämlich eine Schulfreundin angerufen und sie gefragt, ob sie sich noch erinnern kann an irgendeinen Prank. Ich meine, wir sind ja oldschool, das passt ja gar nicht zu uns. Sie hat gar nicht gewusst, was ein Prank ist. Ja. Aber wir haben tatsächlich einmal, hat sie gesagt, das habe ich total vergessen, weil ich nur. Du hast deine böse Seite nur verdrängt. Nein, wir haben tatsächlich ein Milchbackel in ein Fenster so eingeklemmt und dann ist der Lehrer reinkommen und dann mit aller Wucht dieses Schiebefenster zugeknallt. Dann ist natürlich das Backel explodiert auf die Decke rauf. Ja. Und es hat, also das war echt arg, ja, weil es hat dann wochenlang gestunken nach dieser Milch, weil die war so sauer. Und dann haben die ganzen Haushaltsversicherungen der Schüler zusammenzahlen müssen, weil da haben die Paneele ausgetauscht werden müssen, weil du hast diesen Gestank nicht rausgekriegt. Aber wie gesagt, das ist oldschool, das ist ja voll harmlos, wenn man sowas anschaut. Aber ich bin so einen guten, ja, ein guten. Aber ich mache sowas nicht. Ich find, na, da tun mir die Leute viel zu leid und ich habe sie viel zu lieb, das würde ich nie machen. Na, das gerade dann. Na. Da muss ich weiter aus dem Fenster lehnen. Gab es bei euch einen Matura-Streich? Matura-Streich, ja, sowas gab es schon. Also so mit klassisch Auto einwickeln in Klopapier und alle diese Sachen, die man da gemacht hat. Ja, ist auch harmlos. Nein, ja, sonst, also ich habe es immer mit meinem Kollegen Andi Seidel, hab ich das so ein bisschen gehabt. Wer wen so ein bisschen, der Andi ist so ein ganz Penibler, der, das mag, glaubt man gar nicht, der gar nicht so Brösel und sowas macht. Und dann bin ich halt zu ihm nach Hause gefahren, habe ich ins Bett gesetzt, mal Croissant. In seinen Whirlpool, wo keiner rein durfte, bin ich drinnen gesessen und habe eine Konfettikanone mal gezündet. Ja, sowas schon. Aber lustigerweise bei Freunden und so auch nicht. Aber ich glaube, das ist, weil ich eher die Schreckhafte bin. Also wenn, ich bin eher die dann so... Also Andi Seidel. Ja, ist ein Geier. Ja, kann man. Ich habe das Gefühl, ich mache demnächst eine Home-Story mit ihm. Und komme schon Croissant, so ein altes, ganz trockenes, krümeliges. Ja. Und komme schon so rein, schau mal, wie er reagiert. Lauter neue Sendungsideen, ja, ist halt super. Er hat also, super, haben wir noch Zeit? Ja, er hat einen super Prank, auf den ich reingefallen bin. Den habe ich vorher nicht gedacht. Das war zur Starmania-Zeit. Und bei mir war Starmania war der Johnny K. Palmer. Und seines Zeichens ist er noch etwas dunkler als ich. Und es war, dass ich bin gestorben vor Angst. du weißt, wenn du auf Tour fährst bei Starmania, sind die Hotels manchmal so und manchmal so. Und wir hatten halt dann irgendwann einmal eine Jugendherberge. Und da ist da so ein Sammelbalkon, irgendwie, wo du aus verschiedenen Zimmern... Und ich schaue da irgendwie beim Fenster raus
und vor meinem Fenster fliegt plötzlich vor meinen Augen ein Gebiss in der Luft herum. Und das Einzige, was ich gesehen habe, waren weiße Zähne, und er wusste es, weil er hat das bewusst gemacht. Ja, er hat die Augen zugemacht. So, und ich bin gestorben vor Angst. Das war ein kurzer Moment des Schocks und dann, okay. Dann danach war es ja nass, alles klar. Aber es war ein sehr schönes Bild, werde ich nie vergessen. Also, Eric Papelei wäre fast bei einem Scherz gestorben, und darum geht es jetzt auch tatsächlich. Wir verdrängen das ja alle sehr gerne, aber irgendwann müssen wir das Zeitliche segnen. Und dann werden unsere Taten im Partikulargericht bemessen. Himmel oder Hölle? Was aber, wenn ich Ihnen sage, Sie können nach dem Tod selber entscheiden, ob Sie ins Fegefeuer wollen oder vielleicht doch hoch zu den Sternen? Die Tragödie des Todes hat viele Facetten. Ganz vorne dabei der ökologische Fußabdruck. Kein Scherz. Tatsächlich hat eine Feuerbestattung in etwa denselben CO2-Ausstoß wie eine Autofahrt von Wien nach Paris. Nur ist der Frankreich-Urlaub optional, das Sterben leider nicht. Abhilfe schafft die Re-Erdigung. Dabei verwandeln Mikroorganismen und moderne grüne Technologie den Leichnam zu wertvollen Humus. Hä? Dem pürierten Kichererbsenaufstrich? Aber nein, der Humus Erde zum Pflanzen düngen. Sollte man sich trotzdem fürs Verbrennen entscheiden, quasi Warm-up für das Fegefeuer, steht man vor der Qual der Wahl, was machen mit der Asche? Verstreuen auf einem geliebten Platz, Garten, Wiese, Meer oder ins Gesicht eines Freundes? Langweilig. Wie wäre es stattdessen mit einer buchstäblichen Veredelung? Die Asche lässt sich nämlich auch zu einem Diamanten pressen. So könnte der Satz "Diamonds are the girl's best friend" unter Umständen eine sehr wörtliche Bedeutung bekommen. Ein britisches Unternehmen bietet sogar die Möglichkeit an, die Asche auf eine Schallplatte zu pressen. Dann bleibt nur die Frage, welche Musik der Verstorbene wiedergeben soll. Vielleicht "Who wants to live forever"? Und wer mit einem großen Knall gehen möchte, kann die Asche auch in einen Feuerwerkskörper füllen lassen, um im Ableben noch ein Muster auf den Himmel zu zaubern. 'Cause baby, you're a firework. Und wer sonst keine Möglichkeit sieht, in den Himmel zu kommen, kann sich ja überhaupt gleich ins All schießen lassen. Schöner Nebeneffekt, beim unvermeidbaren Wiederunterfallen verglüht man in der Atmosphäre wie eine Sternschnuppe. Vielleicht erfüllt man dann ja noch jemandem einen Wunsch. Na, was habt ihr da so vor? Kannte ich vieles wirklich nicht. Ich möchte ein Feuerwerk sein. Wie sieht's bei euch aus? Ich möchte eine Waldbestattung. Wie, was ist das? Ich habe mich schon erkundigt. Nein, das ist total nachhaltig und auch sehr günstig. Ja. Das heißt, deine sterblichen Überreste verbinden sich dann mit der Natur. Mhm. Also du wirst eigentlich bei einem Baum bestattet. Okay. Ja, und ich habe schon, hab schon recherchiert, das kostet nur 1.000 Euro. Also ein Einzelblatt. Beerdigung, die es, glaube ich, gibt. Ja, und keine Verlängerungskosten. Mhm. Und niemand muss sich eigentlich dann um dein Grab kümmern, was ich auch gut finde, weil ich möchte diese Bürde dann niemandem umhängen. Ja. Und das ist schön irgendwie, oder? Das finde ich auch schön, ein Baum. Du bist dann ein Baum, ja. Ja. Und die Grabpflege übernimmt auch der Wald. Das ist schön. Das ist nachhaltig und das günstig. Das fällt dem Lukas sicher total nachhaltig. Das ist auch gut an. Oder lieber die Re-Erdigung als Humus. Nein, ich habe mir über meine Seele schon Gedanken gemacht. Da habe ich einen Song geschrieben, der heißt "Wenn ich gehe". Aber über das da habe ich mir eigentlich noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht. Aber das klingt gut. Ja? Ich schließe mich an. Ja. Okay, wir haben also zwei Bäume, bald sind wir im Wald. Wie leuchtet ihr euch von oben? Also für mich ist das eigentlich wirklich ein Thema, mit dem ich gar nicht umgehen kann. Also Tod ist für mich wirklich sowas, was ich versuche, möglichst weit wegzuschieben, weil ich emotionell da irgendwie nicht so gefestigt bin. Aber ich finde das an sich mit diesem Diamanten extrem schön, dass man aus seinen Resten einen Diamanten kann. Allerdings muss man schon auch sagen, dass wenn das dann Nachfolger oder Familienmitglieder bekommen, hat man ja auch immer trotzdem diese Schwere, wenn man auf dieses Stück blickt. Also ich finde, ich tue mir wirklich bei diesem Thema extrem schwer, da irgendwie zu sagen, wow, urschön. Weiß ich nicht. Erik, übernehme. Ich bin bei dir und ich bin nicht bei dir. Ich hab ein kleines Herz, wo meine Oma, ein Teil von meiner Oma drin ist. Und das ist ein wahnsinnig wertvolles Teil für mich. Und das ist mir total wichtig. Und das ist eine Schwere da, aber es ist auch wirklich schön.
Es ist was ganz Besonderes irgendwie. Und jeder muss irgendwann gehen. Das heißt, es begleitet mich halt auf eine Art und Weise. Aber es ist, ich halte es da lustigerweise eher mit meine Mama. Mhm. Und normalerweise bist du sehr geprägt von deinen Eltern. Und meine Mama hat immer gesagt, na, sie will nicht begraben werden in einem Sarg, weil da kommen die Würmer und die zerfressen dich. Und dann ist so wirklich. Und ich habe ein Interview gesehen, das hat meine Meinung total geändert. Das war von Neil deGrasse Tyson. Ja. Dem berühmtesten Astrophysiker wahrscheinlich der Welt. Und lustigerweise, nämlich als Astrophysiker, hat er gesagt, wenn du dich verbrennen lässt, dann geht deine Energie wissenschaftlich gesehen irgendwann ins Weltall auf. Mhm. Ja, das heißt, du wirst verbrannt, daraus steckt auf und irgendwann geht die Energie, die du hattest. Wenn du dich allerdings beerdigen lässt und es kommen die Würmer und dein Körper wird verarbeitet, dann gibst du das, wie du schon gesagt hast, quasi an dein Umfeld ab und es kann wieder etwas Neues aus dir entstehen. Und den Gedanken finde ich eigentlich sehr schön. Ich finde den Gedanken so, nur dass wenn ein Astrophysiker sagt, er will nicht ins Weltall, sondern er möchte eigentlich, dass etwas Neues entsteht. Das hat mich sehr beeindruckt und ich finde, ja, das ist irgendwie so mein Plan. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich würde mit einem Knall gehen wollen, also wirklich Feuerwerk. Ja, den haben wir schon. Den habe ich ja schon im Leben, also warum nicht auch im Tod. Ja, und ich würde eigentlich gern, also dass alle einfach einen diesen letzten schönen Abend haben, an mich denken und dann auch gut ist. Also ich möchte nicht, dass Leute zu einem Grab gehen oder sich verpflichtet fühlen, vielleicht zu einem Grab zu gehen und immer Blumen zu bringen, sondern dass sie einfach einen schönen Abend mit mir haben in den Sternen und ja, vielleicht daran zurückdenken und nicht jemanden an den Grab und dass ich da liegen würde. Es gibt ja irgendeine Serie, ich glaube Dark Tourist oder so, wohin reist, wo sie die Verstorbenen so Art mumifizieren und dann jedes Jahr zu irgendeinem Tag wieder ausgraben und damit feiern und dann muss man es wieder beschenken und dann kommen Leute von überall so und bringen Zigaretten. Ich finde es wie so in Mexiko wäre, wenn man so das Fest der Toten feiert. Ja, mit schönen Massen. Mit bunt und lustig und Party und Dings. Na, aber da reden wir ja dann auch, wir reden ja von der Art und Weise, wie wir bestattet werden, aber jetzt im Sinne von, zum Beispiel, wenn du von der Beerdigung sprichst, würde es mich zum Beispiel sehr freuen, wenn es eine unter Anführungszeichen fröhliche Beerdigung ist. Ja, ich glaube also New Orleans. Ja, das so Party, Masken, mit den Mumien bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ist übrigens auch ein gutes Thema, vielleicht mal für eine andere Echt-Jetzt-Sendung. Wollen wir Mumien sein? Aber wir haben ja noch viele Sendungen, unter anderem nächste Woche, Donnerstag, 20.15 Uhr. Ich freue mich sehr, das war es nämlich schon in dieser Woche von Echt-Jetzt und meinen großartigen Gästen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin alles Liebe. Boom.